Loot? Loot? Oh, da sind sehr viele Gegner. Tür verriegelt. Da ist auch ein Gegner. Oh, das sind sogar zwei. Scheiße. Es hilft, dein Schöpfer! Scheiße. Das geht besser. Oh, blöder Kopf. Gibt's doch nicht. Jetzt machst du dir ein Hemd, hä? Elender Feigling. Ich mach mir wirklich gleich in die Hose. Wo bin ich? Hallo? Ist okay. Also mit dem Parieren und Ausweichen muss ich echt noch verinnerlichen. Das wird schon noch. Glaube ich. Vermerkt für den Schurter. An alle Mitarbeiter der Schurter, meidet den dritten Stock, sofern die Ausübung eurer Pflicht nicht zwingend erfordert, dass ihr ihn betretet. Statthalter Ibn Tahir ist mit heiklen Staatsangelegenheiten beschäftigt und sollte nur im äußersten Notfall gestört werden. Ich komme überhaupt nicht klar. Mit der Steuerung jetzt? Oder was meinst du? Warum lauft ihr alle zuerst gegen die Wand? Seid ihr dumm? Hab Dank. Ich rufe Unterstützung. What the fuck, Alter? Oh Mann, ey. Oh nein, die werden getötet. Was hast du mal hier von? Schwächling. Na los jetzt. Jetzt trägt er nichts mehr. Noch immer klammern sich einige an die Ansprüche des Abu Abdallah. Es sind nicht viele, aber sie sind laut und fest entschlossen, jede Stimme der Vernunft zum Schweigen zu bringen. Es scheint, als würde jedes Mal, wenn die Rufe abebben und der Staub sich legt, eine unsichtbare Hand durch den Schlamm wühlen und einen neuen Aufruhr heraufbeschwören. Wessen Hand dies ist, vermag ich nicht zu sagen, doch ich werde ihr Einhalt gebieten und dieses Chaos ein Ende setzen. Ein Stößel. Die Penner fühlen sich so richtig schwammig an und ihre Angriffe sind etwas verzögert. Ja, das Problem... fühle ich. Sag mal, geh doch mal da durch. Danke. Einen Burger hätte ich jetzt auch gern. Iku. Ernsthaft jetzt. Oh Mann. Danke für den Follow. Vielen Dank.
Umgeh mit Jawadi. Verdammt. Was? Wir können ausheilen, wenn es sein muss. Ist dein Ernst jetzt? Ich hab doch... Tja, du atmest nicht mehr. Ja, du atmest nicht mehr. Das ist halt so... Ist halt so, ne? Passiert. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben ein Geschenk für dich, Feigling. Echt? Oh, cool. Das ist aber nett, dass ihr mir was schenken wollt. Ach Mann, ich will nicht mehr. Das Problem ist, die angehende KI weiß nur, du willst irgendwo hin und suchst nach einem Punkt zum Klettern, aber nur durch nur eine Taste ist es schwer zu verstehen, ob du es durch ein Fenster bist oder an der Wand hoch. Ja. In Origins war es gut, aber in Bagdad, wo alle vollgestellt ist, wird das immer schwieriger. Mhm. Ich suche lache. Kann ich euch anheuern? Hallo? Hallo? Kaufe mir deine Klinge, Sadiq. Deine Feinde den Tod. Unsere Feinde. Hast du das gehört? Ja? Ich hab damit nichts zu tun. Schurta, Polizei. Im modernen Arabisch entspricht der Begriff Schurta dem Wort Polizei, doch in der abbasidischen Epoche hatte die Schurta nichts mit ihrem modernen Gegenstück gemein. Als Institution lässt sie sich bis in die Zeit des Umayyaden zurückverfolgen und lässt sich am besten als eine Art Nachtwache verstehen, welche mit Laternen wie dieser in den Städten des Reiches patrouillierte. Ihre Anwesenheit unterstrich des Willen des Kalifen, für die Sicherheit städtischer Zentren zu sorgen. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts wurde die Rolle des Schurta bedeutender, da sie zum ausführenden Arm des Kalifen wurde. Ihre Angehörigen wurden zu den Elitehenkern jener Epoche und waren dafür zuständig, Todesstrafen auszuführen und jeglicher Aufruhr zu unterdrücken. Die Schurta wurde von Sahib Ashurta geleitet, einem Mann, dessen Macht ähnlich der des Mutasib Marktinspektors oder Kadi Richters war. Dieser Posten war insbesondere im 7. und 8. Jahrhundert unter der Herrschaft des Umayyaden-Dynastie von großer Bedeutung. Als die Bürokratie des Abbasidenreiches sich jedoch ausweitete und den Zentralstaat an immer weiter entfernten Orte brachte, fielen nach und nach immer mehr Aufgaben, für die ursprünglich die Schurta zuständig gewesen wären, an die Armee. Im 11. Jahrhundert schließlich war die Schurta nicht mehr die Leibwache, Henkerschar und Unterdrückungstruppe, die sie einst gewesen war. Okay. Laterne zum Hinstellen einer Lampe. So sieht das aus. Oder so sah es halt aus. 9. bis 10. Jahrhundert. Okay, cool. Ich geh mal. Ach, die Esel. Was soll der westlich von Kinasrin bei einem griechischen Überfall eingekesselt war. Am besten bleibe ich im Schatten. Bleib wachsam. Dienstleistungen von Händlern. Am besten füllst du deine Verbrauchsgegenstände bei Händlern auf. Okay, ja. Gucken wir mal. Hallo. Wo ist denn der Drache? Der ist weg. Was gibt es heute bei dir? Das kam frisch rein. Musst du etwas flicken? Nee, ich muss was... Okay. Ist das dann alles? Hm. Ich sollte mal weiter. Bis dann. Eise. Lam yahdur ayya durus in ash-shahr al-madi.
Ich grüße dich. Schön, dich zu... Lass mich deine Waren ansehen. Sieh dich nur um. Mehr Schutz ist immer eine gute Investition. Das stimmt. Danke für deine Unterstützung. Oh lol, das sieht aus wie Bikes. Also sehr ähnlich. Achte gut auf das, was auf dich achtet. Sonst nichts? Ich muss gehen. Schauen wir mal kurz. Inventar. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ja. Schlimm. Der ölt sich doch extra ein, kann mir auch keiner erzählen. Und der rasiert sich die Brust. Ja, warum nicht? Ich meine, würde ich hier auch machen, wenn ich ein Kerl wäre und es ist hier so warm. Aber Polster. Polster? Ich würde mir die Brust nicht rasieren, wenn ich ein Kerl wäre. Oh, wait a second. Wäre ich ein Kerl, hätte ich erstmal einen richtig fetten Bart. So einen richtig flauschigen. Also wenn ich Bartwuchs hätte, dann ist ja auch nicht jeder mit gesegnet. Und Nietzsche, danke für die 10 Erdbeeren. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, da es mir zur Kopfmäßig nicht gut geht und ich will euch nicht belästigen. Du belästigst uns nicht. Das tust du nie, das wirst du auch nie. Aber wenn es dir kopfmäßig nicht gut geht und es zu viel ist, dann kann ich es absolut verstehen. Das ist sehr lieb von dir, dass du trotzdem kurz reinschaust. Fühl dich ganz doll gedrückt. Wenn was ist, weißt ja, wo du mich findest. Ach, Scheißdreck. Auf dem Tisch? Hm? Nee, Iko ist unterm Tisch. Die Stubbel nerven einfach und jucken wie Sau. Juckt wie Sau. Ja, ist ja auch halt dann Hautirritation, wenn du da die ganze Zeit rum... Bulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Also wenn du es rasierst und alles wahrscheinlich. Hm? Iko darf nicht auf den Tisch. Naja. Du hast gesagt, ich weiß, wo du mich findest. Ja, du kannst mir mal schreiben. Das meinte ich.
Wenn was ist, kannst du dich immer melden. Sei meine Augen, Enkidu. Sei meine Augen. Ja. Bruderschaft? Ich weiß nicht mal, wo ich hier gerade bin. Da sind Gegner. Don't, ich hab Kopfkino. Ja. Das war nicht mein Problem. Ich habe einmal eine Brust epilieren lassen, mache ich nie wieder. Ach du Scheiße. Puh. Mir hat es an den Beinen gereicht, nie wieder. Aber an der Brust, Alter, nee. Holy shit, nein. Eine Botschaft von Walid. Morgen haben wir Dienst am Haremstor. Die Nippel rum, aua. Da krieg ich richtig Schmerzen, ey. Puh. Ich würde sterben? Ja, auf jeden Fall. Hau den Kopf gegen den Tisch, muss vergessen. Muss nicht an. Denk. Dann denk nicht! Tür verriegelt. Die ganzen Türen sind wieder versiegelt. Was geht das wieder los? Setzen die das jetzt fort? Wegen Valhalla? Bin ich nicht so ein Fan von. Aber guck mal, ich kann das hier umreißen. Und er fällt runter, das ist auch sehr gut. Alles gut, das war Absicht, aber ist gut, ist alles in Ordnung. Heul bitte leise. Also einsammeln. Ein Rätsel. Jedes Rätsel enthält eine Karte oder Hinweise zu einem bestimmten Ort. Löse das Rätsel und gehe zum angezeigten Ort, um neue Monturfarben und Talismane zu erhalten. Okay. Da liegt Welles. Ja, das ist mir egal. Ich wollte nur das Gedöns da einsammeln. Der Rest interessiert mich nicht. Noch ist sie warm. Das ist ja shiny Brust. Oha, er schwitzt sogar. Okay, das sind coole Effekte. Das ist sehr krass. Man sieht richtig die Schweißspuren. Alles gut, ruhiges Lächeln. Dass das L-Wort nicht... Ich finde, er sieht aus wie mit einem Poliergerät überfahren. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir. So. Möchte das L-Wort nicht sein. Alles gut. Warum reden wir über Brustbehaarung? Weil Iku die ganze Zeit darauf pocht hier. Sie ist schon wieder sehr brustfixiert. Da gibt es Spray. Ja, es gibt doch Enthaarungsspray. Habe ich aber auch noch nie probiert. Nochmal eine Schnellreise? Ich kenne nur die Creme, die geht super. Klar, eine gute Brust ist geil.
Sorry fürs Verwirren. Alles gut. Ich bin halt selber die ganze Zeit nur verwirrt. Ich verwirre mich selber. So. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Da ist Knoblauch Aioli drauf. Also mir sollte man jetzt nicht zu nahe kommen. Wie war deine Reise? Ich stink jetzt. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist mir egal. Dornem, sehr gut. Ja, aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Danke. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Oha. Oha. Okay, das ist cool. Körperzersetzung. What? Okay, das ist ja krass. Alles klar, Dentik. Ah, das ist ja nice. Rüstungsdurchdringer. Das ist auch ziemlich cool. Schwere Klinge. Leichte Klinge. Scharfe Klinge. Okay. Oh. Hm. Wenn das in echt gehen würde. War es jetzt schwer zu entscheiden, ne? Hm. Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Fall enthüllt. Aufträge von verschiedenen Fraktionen. Kann ich jetzt einfach alles annehmen, oder? Oh, Tatsache. Easy. Fulad ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. Oh ja. Holy shit, ich rieche jetzt richtig nach Knoblauch, ne? عندما أكبر بارك الله
Und das war nur so ein kleines Brot. Puh. Knoblauch ist Liebe. Ja, es schmeckt doch geil. Nach Knoblauch, ja, muss ich ja auch welchen essen. Tja, muss jetzt durch, Ico. Oder du lässt es bleiben. Aber gerade stinke ich sehr. Oh ja. Mhm. Dann machen wir erstmal das hier, ne? Ich will jetzt einen Döner essen. Ich komme mir gerade vor, als ob ich einen Döner gegessen hätte. Ich habe eine leichte Unverträglichkeit gegen Knoblauch. Also bist du jetzt unverträglich gegen mich? Okay. Das ist nicht gut. Also kommen wir nicht zu nah, Ico. Gerade schwierig. Ich esse trotzdem, aber am nächsten Tag geht es mir schlecht. Oh, scheiße. Komm mir nicht zu nah, Ico. Oh shit. Nicht so schnell. Wache! Wache! Hilfe! Nein, das war. Oh Gott. Bleib stehen. Nein, wurdest du gar nicht. Ich hab's doch gar nicht geschafft. Ich hab's doch gar nicht geschafft. Ihr findet mich nie. Also habe ich jetzt eine Schwäche gefunden. So eine Barriere, ich schmiere mich einfach komplett mit Knoblauch voll. Oh toll, jetzt ist da so eine blöde Wache. Ja, YOLO. Nein, nein. Doch, nein. Kannst du jetzt mal da unten gehen? Und wenn du halt so gehen musst. Fall in den Brunnen, fall in den Brunnen. Ich liebe aber Knoblauch, weil ich nicht, wie die Barriere dann wirkt. Vergiss es, Liz. Du hast mich schon an der Backe. Ich bin doch schon unten. Oh nein, wie ist das denn passiert? Aber das wird jetzt schwer hier. Das war ja richtig knapp. Scheiße. Uiuiui.
Buddhistische Gebetstafel, ja. Cool. Alter, es ist gerade, als ob ich in Knoblauch gebadet habe. Oh. Ich wider mich gerade selber an. Ja, ein Knoblauch baden. Knoblauch macht einfach nur, dass ich am Folgetag dann einen Magenkrämpfe habe, also quasi Tage nur weiter. Oh, scheiße. Das ist nicht cool. Aber you know what? Scheiß drauf, ich koche viel mit Knoblauch. Magenkrämpfe gewohnt. Ja, ist halt blöd, wenn es einem sehr lecker schmeckt und man darauf nicht so wirklich verzichten möchte. Und man lieber es dann nicht Schmerzen in Kauf nimmt. Ich würde es halt auch so machen. Ich würde es genauso machen. Kommt er da nicht hoch oder was? Ah, warte mal, das kann man doch kaputt schlagen. Oder halt so. Oder französisch. Letztens eine Scheibe Pilz. Ich kann nicht lesen. Egal. Ich lese das für mich. Dann klingt es nicht so furchtbar. Wie komme ich jetzt da hoch? Das Spiel lässt mich gerade nicht. Ja. Selbst das kann ich nicht aussprechen. Alles gut, Ico. Ja. Ich habe gehört, Ico kocht jetzt ab jetzt immer für mich. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Kisch ausgesprochen. Danke. Ich bin gerade nebenbei einen Schnitzel am Zubereiten und kann kaum tippen. Ja, dann pass mal lieber auf das Essen auf, ne? Konkurrenz. Gehe ich das Risiko ein und esse noch was vor der Arbeit? Wieso Risiko? Geht sie danach denn schlecht gerade, Flo? Vielleicht irgendwas Leichtes noch im Magen haben. Wegen Magenkrämpfe, okay. Wieso ich... Was ist denn mit dir? What the fuck? Stirb! Eine seltsame kleine Scherbe. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Was? Was redet der da? Er wird gerade angegriffen. Was ist mit dir? Ich scheitere nicht. Zu lange. Maul. Okay. Was war denn jetzt hier? Dich unter uns zu zeigen? Schande über dich! Gesetzloser Abschaum! Holt die Wachen! Sollen sie sich... Ich bin jedenfalls schockiert. Hauptsache, lieber nicht ins Wochenende schaffen. Dann bin ich erstmal safe. Oh je.
Die Wachen werden gut aufpassen. Lasst mich in Ruhe. Ruhe nun in Frieden. Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, aber ist okay. Nein, dieses Gesicht kommt euch nicht bekannt vor. Ich hab euch auch nichts getan. Oh, Loot. Oh nein, wegrennen. Oh, warte, lesen. Gefängnisse. In Bagdad gab es mindestens 7 Gefängnisse, die je zwischen einigen Dutzend und einigen 100 Gefangene beherbergten. Zu einem Zwangsaufenthalt in einer dieser überfüllten Einrichtungen verurteilt zu werden, wurde als eine der schlimmsten Strafen angesehen, und es gibt Aufzeichnungen über mehrere Fälle, in denen die Verurteilten stattdessen um körperliche Strafen baten. Oha. Die meisten Gefangenen waren Schuldner. Die Last eines Lebens im Gefängnis diente dazu, sie zur Bezahlung ihrer Schulden beim Staat oder anderen Gläubigern zu bringen. Im Gefängnis trafen sie allerlei Gesetzesbrecher, von Taschendieben zu Leuten, die wegen öffentlicher Trunkenheit verhaftet worden waren. Schwerverbrecher kamen selten ins Gefängnis, da die meisten schwerer Verbrechen, Mord, Verrat, wiederholte Gotteslästerung mit dem Tod bestraft wurden. Manche Gefangene lebten unter schrecklichen Bedingungen, aber das war von Stand und Rang abhängig. Unterbezahlte Wachen stahlen von ihnen, was sie konnten, inklusive der eh schon unzureichenden Wasser- und Essensration, welche die Verwaltung des Kalifats ihnen zugestand. Gewalt unter den Häftlingen und der allgegenwärtigen Einsatz von Fesseln, die zum Beispiel das Stehen zum Gebet verhinderten, waren andere furchtbare Aspekte des Lebens in einem abbasidischen Gefängnis. Für Frauen die Bedingungen jedoch genauso schlimm waren. Für Frauen gab es eine eigene Einrichtung, in denen die Bedingungen jedoch genauso schlimm waren. Uff. Es ging allerdings auch noch schlimmer. Politische und religiöse Gegner, welche die Kalifen nicht hinzurichten wagten, wurden oft nach Al-Mutbak geschickt. Dieses Gefängnis bestand aus tiefen Brunnen. Dort erwartete sie den Tod in völliger Stille und Dunkelheit. Alter. Okay, das ist ein Schlüssel. Nicht übermütig. Wird gemacht. Das tat weh. Lieber verborgen bleiben. Zu mir. Ich pass auf dich auf. Nicht bei Zeit. Sucht alles ab. Ist gut. Ich könnte dich halt doch. Hörst du das, Schweinehund? Einen Moment. Stehen bleiben. Jetzt bezahlst du. In der Unruhe sind viele. Ach, come on, ey. Geht mir grad voll auf den Sack. Tu Buße, sonst wirst du ein... Ich muss die loswerden. So, jetzt aber.
Jetzt lasst mich gefälligst in Ruhe. Das Game macht richtig Bock. Ja, das stimmt. Danke, Flo, oben für den Text. Liz, deine Beine sind voll kalt. Tatsache sind sie ziemlich kalt gerade. Das stimmt. Ich habe zwar eine lange Hose an, aber es ist hier ziemlich kühl drin. Bis dann, Nino. Danke, dass du da warst. Ja, sag ich doch. Er muss ihm mal mehr Mühe geben, Ico. Soll ich eine Decke holen? Ja, das wäre ganz cool. Ich bleib noch, hä? Ach so, habe ich... Ach so, weil du meinst, bis später. Ich habe nur das gelesen, weil die anderen gesagt haben, du gehst hier. Also du hast... Okay. Die Mods wieder. Das ist schlimm. Wieso wir? Na, ihr habt doch geschrieben, bis dann, Nino. Danke dir, Nino, bis die Tage. Und das habe ich jetzt gedacht, dass das stimmt. Nicht da, ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Also ihr beide. Wir sind krank, lass uns. Ich bin selber krank. Wir dachten auch, dass das stimmt. Ja, sehr gut. Oh, scheiße. Perfekt, alle durch. Ach. Nimm die Decke zwischen die Zehen und tappst unbeholfen zurück zum Tisch. Sehr gut, aber wickel dich bitte auch ein, Ico. Ist nämlich am Boden ziemlich kalt. Schokodrink für immer, du Arschloch. Bin aber Medium, Lisa. So. Oh, verdammt, ich bin ja direkt hier wieder in den Gegner-Mob. Psch. So, wo ist die Kiste? Nein, nein, du hast es nicht gesehen. Ich bin eine Katze. Katze frieren nicht. Ja, gut.